Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Leider, tut mir leid, mitten in einer Folge quasi. Quatsch, mitten in einem Kampf natürlich. Dann noch nicht mal in einem besonders spannenden Kampf, sondern nur gegen ein paar Haie. Aber manchmal ist das so, ne? Muss meinen Zeitplan genau einhalten. Denn heute wartet noch viel Arbeit auf mich. Man hat Verpflichtungen, ne? Zum Beispiel muss ich gleich duschen. Hab gehört, das soll ganz cool sein. Ich wollte es mal ausprobieren. Oh! So bescheuert, wenn der Magma-Koloss kommt in einem Eisklumpen. Das ist total unrealistisch, ne? Das passt gar nicht. Ja, das war gut. Gut abgewehrt, Kaio. Sehr gut gemacht. Feuerklinge. Ein Eisangriff nach dem anderen. Hartnäckiges Völkchen. Die Haie. Okay, damit kann ich leben. Warum habe ich denn jetzt hier schon wieder so Framerate-Einbrüche? Verflucht nochmal. So, ich habe nichts zum Aufpowern. Tja, Freunde, die Frage ist natürlich, was ist besser? Das Kaninchen, das mir die Karte gibt, mit diesem Scheiß. Diese Karte gibt mit diesem Heilungsgedönse. Mit zwei Pips bis zu 1000 auffüllen, was ziemlich cool ist. Oder soll ich wieder hier dieses Elementargedönse nehmen, was mir da die plus 10% nochmal gibt für die Klinge, sodass ich hier quasi drei Klingen dann noch habe. Das ist die große Frage. Ich kann es euch nochmal gleich genauer erklären. Toll, jetzt ist das natürlich weg. Jetzt ist das scheiße, oder? Mist, der hat ja zwei Turmschilde. Ich hätte besser neben seinen Zweck gemacht. Hallo, Framerate? Oder arbeitet da wieder irgendwas im Hintergrund? Ist noch nicht zu fassen. Ach du liebe Güte. Tut mir leid, Leute. Ich entschuldige mich im Namen meines Computers. Da ist doch irgendwas im Hintergrund wieder zugange, ey. Ich hasse sowas. Wow. Können wir jetzt mal hier weiterspielen, oder was? So, du kriegst noch eine Feuerfalle. Ja, du schaffst es. Kevin, du schaffst es. Gucken wir uns hier ein bisschen Stop-and-Go-Bilder an. Komm, greif an und mach diesen Kampf zu Ende. Was soll diese instabile Framerate? Ich verstehe es nicht. Ja, auch das ist so eine Sache, wo ich mich drum kümmern muss. Boah, wie wenig der den jetzt nur abzieht durch dieses verfluchte Turmschild. Na, wie nervig. Kann zwar die Framerate wieder gut sein. Das nervt mich aber jetzt. So. Was haben wir denn hier noch? Eine monströse Karte auf ihn. Und dann machen wir ihn mal. Versuchen wir damit Platz zu machen. Auch wenn er immer noch ein Turmschild auf dem Leib hat. Aber was soll's. Irgendwas müssen wir tun. Ja, jetzt sieht's schon wieder besser aus. Ganz perfekt ist es immer noch nicht. So, der ist schon mal weg.
Meine Güte. Wie agil der ist. Dafür, dass es so ein dicker Hai ist. So, der ist fast hinüber. Da passen wir jetzt mal einfach gerade. Der wird jetzt durch den Rundenzauber kaputt gehen. Rundenzauber sind gute Sachen. So, ich habe jetzt aber gerade keine Lust mehr gegen Soldaten zu kämpfen. Obwohl, muss ich ja eigentlich machen. Mist. Na gut. Die Karten waren alle soweit in Ordnung. Boah, wie viel hier unterwegs sind, ne? Jetzt geht die Framerate schon wieder nach unten. Heilige Mutter, was soll der Quark? Ich trottel verflucht noch. Ich habe mich nicht geheilt vorher. Ich volltrottel. Dafür verplemper ich jetzt zwei Superpips. Sehr gut. Na, das ist ja wenigstens mal gut gewesen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir später auf jeden Fall los. Jetzt muss ich... Soll ich riskieren, das wegzumachen? Nee, dann kommt noch irgendwas dazwischen. Dann kann ich es nicht mehr benutzen. Oh, guck mal, die haben schon wieder drei Turmschilde da parat, ne? Unverschämtheit. Gestern Abend habe ich ein Let's Play aufgenommen, ein neues Let's Play auf Orcs and Men. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Doch. USK 12. Ich weiß nicht, ob ich da schon eine Folge jetzt von rausgehauen habe inzwischen. Soll auch eigentlich alle zwei Tage laufen. Ich weiß nicht, ob das alles wieder so klappen wird. Auf jeden Fall ist das interessant. Sieht cool aus und hat eine interessante Story. Viel Gekämpfe. Ab 12 ist es, obwohl es in England ab 16 ist. Also es ist ziemlich grenzwertig. Naja, könnt ihr euch ja mal angucken, falls ihr es nicht schon getan habt. Ansonsten habe ich heute Abend nochmal vor, etwas ganz anderes aufzunehmen. Und zwar etwas... Auch ein Test-Let's Play. Ich werde mehrere Folgen, also eine Aufnahmesession damit machen. Von einem Spiel, nachdem ihr mich schon sehr oft gefragt habt. Mehrere Leute haben mich schon mal danach gefragt. Kannst du nicht mal das und das zocken? Bitte zock doch mal das und das. Probier es doch einmal aus. Ich sag, nee, eigentlich nicht. Eins. Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Ein Spiel dieser Art, wie über Saturn One, reicht mir. Aber ich werde es trotzdem mal ausprobieren und gucken, wie es ankommt. So, jetzt aber. Kevin, leg los. Verpatze ich hier in zwei Kämpfen hintereinander, wo ich lange nicht mehr verpatzt habe. So, das müsste ja reichen. Kein Turmschild mehr und ist weg. Der hat noch ein Turmschild. Ach nee, Moment mal, die haben 2400. Ach, ich Trottel, hab gar nicht aufgepasst. Natürlich, die brauchen ja viel mehr. Eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich brauche wieder das Schild und das Schwert. Weil diese Zusatzklinge, das ist schon sehr, sehr gut eigentlich, ne? Muss man mal sagen. So, der ist fast hinüber. Auch
dann machen wir den noch auf den und dann, seid ihr hinüber. Freunde. Ganz stinknormaler Angriff. Tschi! Und tschüss, mein Kleiner. Tut mir sehr leid. Oh, es ruckelt, es ruckelt. Irgendwie mag das Spiel gerade eure Kämpfe nicht. Ah, ne, es sind nicht nur die Kämpfe, es ist das ganze Spiel. Ne, guck, jetzt ist alles wieder normal. Verstehe ich nicht. Nun, jetzt sprechen wir mal mit dem Archivar. Und guck mal hier, das machen wir jetzt mal wirklich. Wir werden jetzt mal... Ja, ja, ja. Ich habe eben dieses Haustier bei mir zu Hause abgesetzt. Nicht drüber nachgedacht, dass ich das doch noch brauche. Was ist mit der Framerat los? Das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht, tut mir leid. Aber es gibt ja auch noch ein paar Sachen, die ich im Hintergrund machen muss. Meine externe Festplatte wieder aktivieren und so weiter. Läuft das auch noch mal besser. Etc. So. Interner Nexus wiederhergestellt. Diagnose läuft. Der Funktionsumfang des Archivars ist eingeschränkt. Und bevor das Astralarchiv nicht wiederhergestellt ist, bin ich nicht in der Lage, Anfragen zu bearbeiten. Aus der Ausstellung über die Physiologie der Flosser wurden Haizähne entwendet. Bis diese Gegenstände wieder beschafft werden, ist die Funktionalität des Archivs beeinträchtigt. Ein Scan des Gebiets weist auf Haizähne in der Kapelle hin. Bitte die vermissten Haizähne in das Astralarchiv zurückbringen. Ich hasse das. Ich hasse euch. Ich soll schon wieder Haie besiegen. Wie oft soll man in diesem Spiel noch Haie besiegen? So, hier müssen wir Fischöl sammeln. Hier müssen wir Zähne sammeln. Hier müssen wir eine dicke Quest machen. Hier müssen wir Nesselwurz, mittelgroßen Fisch, Stinkkäse und goldenen Birnenkürbis sammeln. Hier müssen wir Steinrosen... Oh. Oh. Ich habe noch nicht alle Steinrosen aus Drachenfels. Was ist das denn? Ach, ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Mhm. So, dann gibt es hier noch einen Dungeon. Dann gibt es noch hier diesen dicken Brocken. Im Moment, ja, diese, da spreche ich gar nicht drüber. Das hier ist diese ganz komische Quest, wofür es nur total wenig gibt, was aber wohl ein richtig schwerer Dungeon sein soll. Ich muss einen Fisch fangen, ist auch sehr spannend. Und hier ist Wasserwerk, ne? Das sind alles... Ja, und die muss ich... Also ich habe im Moment echt üble Quests auf Lager, muss ich mal sagen. Wow. Aber gut, jetzt habe ich 8 Folgen aufgenommen. Und jetzt kann ich auch irgendwann nochmal mich einfach so hinsetzen und nebenbei ein bisschen was machen. Ich muss nämlich echt mal ein paar Sachen dann vorbereiten. Natürlich halte ich euch darüber dann auf dem Laufenden, wenn es soweit ist, aber es ist schon alles nicht mehr ganz so easy, ne? So. Aber das ist gut, Freunde. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, weil das macht natürlich mehr Spaß. Wo habe ich denn? Ach, da. Ach ja. Wo bist du jetzt? So, Freundchen. Du kommst wieder mit, mein Freund. Und ihr, wie geht's euch hier? Hey! Guck mal, da kommen sie alle zu mir. Ach, wie süß. Ihr seid ja so niedlich. Jo, was seid ihr fein? Ihr seid hier fein hier mit eurer Palme, hä? Ihr Besen, ihr seid ja so süß. Da kann ich jetzt übrigens auch wieder einen anziehen, ne? Komm, ich nehme jetzt mal anlässlich zur Weihnachtszeit, obwohl... Wenn ich die nächste Aufnahme starte, ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Nee, dann ziehe ich keinen Besen an. Besen anziehen. Ist doch Quatsch, oder? Reite auf einem Besen. Das ist doch logischer. Ach, guck mal, hier hatte ich ja auch schon eine. Eine Drachenbüste. Nee, dann muss ich die hier mal... Sorry. Hier wegnehmen. Zack. Und stellen die natürlich entsprechend auch woanders hin. Nämlich, damit es hier mal irgendwie ein bisschen symmetrisch ist.
Du guckst einfach so darunter. Du bist auf der dritten Fliese. So. Halbwegs Symmetrie drin. So, Freunde. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ne? Meine Aufnahmesession ist jetzt erstmal beendet. Wann kommt denn diese Folge raus? 8 Folgen. Heute ist der 18, der 17. Ach, ich dachte, heute wäre der 18. Heute ist erst der 17. Puh. Ja, der 8 Folgen. Okay. Dann ist ja Weihnachten noch nicht vorbei. Ja, dann ist ja jetzt noch immer Weihnachten, ne? Weihnachtszeit. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon schöne Weihnachten und habt noch ein paar Resttage, und die angenehm sind. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, die dann auf das neue Jahr zusteuert. Ich bin gespannt. Ciao.